Ladies and gentlemen, that's your crew Captain Moore speaking. Approximately in 10 minutes, we're landing at Munich Airport. Please fasten your seatbelts and distinguish your seats. The weather in Munich is partly cloudy and the outside temperature is 18 degrees. Thank you. Herr Leine, Sie. Grüße Sie. Möchte ich Ihnen, liebes Fräulein Hartinger, für ein halbes Jahrhundert aufopferungsbereiten Wirkens an Kranken und Pflegebedürftigen die BRK-Ehrennadel in Gold überreichen. Mit der dazugehörigen Urkunde natürlich. Dankeschön. Könntest du jetzt noch einmal machen, bitte? Ich hab's nicht erwischt. Mit der Urkunde? Nein, wegen der Nadel. So. Entschuldigung. Für Opferbereitschaft und Treue. Mit den besten Wünschen von meinen Parteifreunden. Dankeschön, Herr Direktor. Ich fotografiere halt. Die nicht. Guten Tag, bitte haben Sie was abzumelden. No. Lassen Sie mich das mal anschauen, bitte. Made in Canada? Yeah, but it's used. It's second hand, you know, it's just my private fishing tackle. What do you want to fish in Germany with this? Fische. Hä? Eh? Fische. Ja, muss ich das jetzt verzollen? Geht schon in Ordnung. Gut. Oh, und ein Stück von der Torten haben. Die ist bei Fugier. Die musst du jetzt auch noch anschneiden. Okay. Weil die möchte man schon noch probieren. Okay, diese Fitschau, die heben wir lieber auf. Genau, ist sauer, dann schickst du das wieder her. Ich gebe mir noch Die haben das Gepäck da weiter rüber. Sorry. Ich meine, die finanziellen Zuwendungen Ihrer Bank bei 17 Vereinen, das wäre schon eine gut kalkulierte Wählermasse, Herr Schäuble. Sie dürfen den Einfluss, den ich dabei geltend machen könnte, nicht ganz vergessen.
Weißt du, das arbeitet von ganz allein. Und 7,25% gibt er mir direkt. Auf wie viele Jahre? Auf 5 und mittelsicher. Nein, da war es ja eine Bank, da kriegst du auch da halb 15. Da brauchst du den nicht mit 7,25. Ich habe mein Geld so schwer verdienen müssen. Ich brauche keine Zinsen. Ich brauche Sicherheit. Hä? Anderl? Vater? Wenn man nicht genau hinschaut, ist es fast noch, wie es früher war. Rosa? Nein, die Küche ist jetzt da. Rosa? Schau! Anderl! Grüß dich. Grüß dich. Gut schaust du aus. Du auch. Schaut's mal, wer da ist. Danke, danke, Landschaft. Und Ihre Frau, ist die nicht mitgekommen? Ja, freilich. Wo ist denn der Martha?
Die Mutter? Ja, einer muss ja beim Fisch bleiben, nicht? Ja, die Mutter, die ist nur drin. Ah. Ich hab gehört, dass da noch Grizzlybären geben soll. Stimmt das? Also, wir sind in den 8 Jahren keine Unterkommen. Du würden sie die Herren von der Jagdgenossenschaft sauber anschauen, wenn da plötzlich einer aus dem Wald springt. Und wie sind sie jetzt, Amerikaner? Kanadier sind das, Tante. Die Amerikaner sind in Amerika und die Kanadier sind Kanadier. Was gibt's solche und gibt's solche? Ja, das ist ja ein Land, das sind ja Dimensionen, da macht sie uns als gar keine Vorstellung. Das Seen, Wälder, mei, da gab's noch Baugrund zum Verkaufen. Hm. Das ist doch mein Flieger, wo kommt denn der her? Den hat doch damals wer weg zum Finstern auslassen. Und im Winter drauf habe ich gefunden, ganz weit drunten am Hang. Da ist unter dem Schnee gelegen. Da habe ich ein bisschen hergekriegt. Weil ich mir gesagt habe, vielleicht kommt er doch, der Bub. Ah, jetzt ist er da. Und da bin ich auch recht froh drüber. Wann ist er so katholisch? Seitdem er wieder für den Bürgermeister kandidiert. Er ist noch nicht, lass der Zeit. Hattinger, 40 Unterschriften als Besprache für seine Kandidatur. Und, so wie ich die kenne, muss ich nicht benutzen. Sag mal, Meier, du bist doch selber ein angesehener Mann. Warum kandidierst du nicht als Bürgermeister? Ich hab das Gefühl, du willst mich mit Gewalt da nicht drücken. Hattinger, ich hab doch gar nicht dein Image, deine Ausstrahlung. Ja, aber was kriegst du dafür? Ich krieg gar nichts. Ja, irgendwas wirst du schon kriegen, umsonst ist der Tod. Also, wenn's meinst, kannst du selber einsammeln, deine Unterschriften. Nein, Meier, mach's nur weiter. So mir schon, wie es das macht, das ist mir ganz recht. Wieso? Was soll's sein? Ich bin wieder da. Die Martha hat uns geschrieben, dass du sie verlassen hast. Verlassen? Ich, sie? Böswillig hat's geschrieben. Mein einziges Kind drüben in Kanada. Ganz allein. Ich hab von Anfang an gewusst, dass das nicht gut gehen kann. Sag das noch einmal. Uns hat ja niemand gefragt damals. Dein Dickschädel hast du durchsetzen müssen. Du sagst, die Martha hat gesagt, dass ich sie verlassen hab. Vielleicht nicht. Die Martha hat plötzlich einen anderen gehabt. War mir das 14 Tage lang fortgeblieben. Dann bin ich hin zu dem Kerl, ich bin einfach rein in dem sein Blockhaus. Sie war bei ihm, vor dem Fernseher. Ganz so, als ob Schäuble beieinander waren. Dann hab ich gesagt, Martha, jetzt gib dir noch 48 Stunden. Wenn du dann nicht zurück bist, dann ist es aus zwischen uns. Endgültig. Dann hat sie gesagt, dann brauche ich gar nicht 48 Stunden. Wir sind sowieso fertig mit dem Mund. Anderl, jetzt müssen wir den Kleid. Sei mir nicht besser. Ich muss jetzt nicht.
Aber setzen Sie sich doch an unseren Tisch. Da können wir in Ruhe drüber reden. Hallo, Franzi. Wie geht's? Gut, bei dir? Meine ist nicht der immer. Nein. Aber die Ehre, grüß euch. Ist klar. Mittwoch haben wir dann Vereinssitzung. Da reden wir dann über die Änderung der Statuten. Aber die Ehre, die Herren. Willi, das ist die, der Hartinger. Gut. Ist was? Na? Er möchte spielen, ja. Wo war man? Bei der Finanzierung. Schauen wir her. Herrschaft, so teuer kann doch das nicht kommen. Du, und wenn wir es so machen, wenn ich einfach sage, ich mache einen ganz einfachen, billigen Wahlkampf, was, weil ich der Kandidat für den kleinen Mann bin. Ja, und keiner werden wir noch schon finden. Ja, und wenn du irgendwo anders noch mal ganz von vorn anfangen willst? Von was denn? Ja, von dem kanadischen Geld, was du mir da mitgebracht hast. Okay, das langt doch nicht. Schau mal her. Landwirtschaftliches Anwesen mit 110 Tagwerk in Niederbayern aus Altersgründen preisgünstig zu verkaufen. Ja und? Was soll das kosten? Das steht nicht da. Aber wenn das was taugt, dann ist es sowieso nicht zum Bezahlen. Warum kostet nichts? Schon mal her, Bauerntochter sucht für ihren Betrieb tüchtigen Mann. 0 Coupon online, gesichert durch Schuldscheindarlehen der Deutschen Bundesbank. Also, Effektivverzinsung 6,65%. Das macht bei einer Laufzeit von 5 Jahren. Hast du nicht gehört, Rosa schreit? Ich schaff Seitenbrot jetzt. Jetzt, ich hab's. Vorsicht, jetzt kommt's. Also was ist jetzt? Kommt's jetzt zum Essen? Gleich, Rosa. Aber mach dir dabei zu, es zirkt. Jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen. Als Vater musst du ihm schon helfen, wenn er wieder zu einem Hof kommen soll. Naja, er könnte ja auch eine heiraten, die schon im Hof hat. Ne? Einheirat, die stehen nicht gut drin. Da braucht er auch ein Geld. Ich hab kein Bargeld. Ich hab alles fest angelegt auf Jahre. Dass ihr mal versorgt seid, wenn ich nicht mehr bin. Hast du Ahnung, was heute ein Hof kostet? Ja, verkauf doch eine von deinen Wohnungen im Augenblick. Das geht Rosa, jetzt lass einen Vater aus. Weil ich dafür nur die Hälfte vom Wert krieg. Du bist doch bloß geizig. Du, ich kann jetzt nicht verkaufen. Du sagst doch immer, dass sie sich nicht rentieren. Was ist denn? Kommt's doch. Zucken steht auf dem Tisch. Ja, hat ja recht. Wenn, dann mach ich das ganz allein. Wie weit haben wir denn noch? Bodenkirchen? Das sind 35 Kilometer. Ja, ist da schön. So hat es bei uns auch einmal ausgeschaut. Bevor die Immobilienhai das ganze Land zerbaut haben. Aha. Das Land, das du verkauft hast. Thank you.
gefällt's dir? Dir? Hallo? Ist der wer daheim? Keinen Strom. Nix. Gut, ich glaube, der schaut sich gleich nass. Ja, aber der Ofen ist noch ganz warm, da ist schon wer. Du bist gut. Aha. Grüß Gott. Gut. Sind Sie der Kragelstädter? Ja, der war ich. Hartinger. Also. Ja, wir haben schon mal telefoniert. Wegen der Annonce. So. Stotterer seid ihr aber keine. Nein, nein, wir sind Bauern. Und er ist mein Sohn, er sucht einen Hof. Was? Gibt's das heute auch noch, dass ein Bauer einen Bauernhof sucht? Die stehen für sie im Trick drin. So eine vollautomatische Abortspülung fürs Vieh. Aber ich brauche nicht. Ja, das braucht's ja nicht. Aber es ist schon ganz schön runtergekommen bei dir. Frau ist gestorben. Da haben wir keine. Und da nur geht es nicht mehr. Ja, was machst du jetzt, wenn du alles verkauft hast? Ja. Altenheim, was bleibt mir übrig? Ja, ja. Es ist halt eine kreuzhafte Welt. Könnten wir jetzt mal zum Kaufpreis kommen? Ja, also. Komm mal. Okay, Kragel, steht da, sag wie viel. Ja, mein. Okay, du weißt doch selber, dass das alte Club nichts wert ist. Also, über das Geld, dann müsst ihr schon mit Schmuser reden. Du, davon ist in der Annonce aber gar nichts gestanden. Also, von einem Makler habe ich nichts gelesen. Aber schon gleich gar nichts. Hä? Ist da nichts drin gestanden? Tja, das ist ein ganz besonderes Objekt, der Kragelstädter Hof. Eine Rarität, sozusagen. Das sagt er jetzt schon zum dritten Mal. Alleinlage? 30 Tage bei Mischwald und der Fischwasser. Mei, wo gibt's denn heute sowas noch? Was das kostet, möchte ich wissen. Ja, wir haben bei dem Objekt an gar keine Landwirte nicht gedacht. Sondern an Leute mit einem Kapital zum Ausbauen. Hobbymäßig sozusagen. Aus dem Kuhstall ein Atelier. Jetzt wisst ihr, was ich meine? Reiterfarm oder sowas in der Richtung, nicht? Ja, die alte Hütten, da wärst du hart. Mir interessiert's nicht. Uns auch nicht. Trotzdem, was da der Kosten? 1 Million. 1 Million? Eine Million? Gib mal. Tut mir lieber, das sind für 110 Tagwerk. Und wie gesagt, eine Rarität. Und die Provision? Kommt nur dazu. 3%. Gehen wir. Gehen wir. Und eben nicht. Ein schönes Land. Na, das hat's mir gefallen. Lass dem Hof könnte man was machen. Ja. Und wenn du noch fertig bist, dann bauen's die Autobahn vor die Nase hin oder kommen mit der Flurbereinigung. Wenn ich das nicht schon alles erlebt hätte. Ich glaube, es wird Zeit. Fräulein! Wusste. Komm gleich. Da heraus, da kannst du noch groß wachsen, Herr. Oder wenn's jetzt du einheiraten darfst in einen schönen Hof, Herr. Gezürt. Ja, hast schon recht. Mein Bauern ist vorbei. Wir sind ein Stand, der keine Zukunft mehr hat. Nur noch ein Traum. Ein Traum, der zu nichts taugt. Okay? Sie wollten zahlen? Das macht ihr. Was kriegst du? 300.000 Mark zu dem kanadischen Geld dazu. Ich hab das doch damals schon gesagt.
bist immer noch nicht schlauer geworden. Du kaufst dir eine Arbeit für dein Geld, statt dass dein Geld für dich arbeiten lässt. Das braucht dich nicht kümmern. Doch, das kümmert mich schon. Wenn du dein kanadisches Geld verspielst, dann ist das deine Sache. Aber wenn du von unser Geld brauchst, dann ist das eine Familienangelegenheit. Martel. Ich hab mir gedacht, du hast vielleicht Hunger. Na, danke. Vielleicht hat er sogar recht. Er hat nicht recht. So einer kommt immer zurecht. Martin! Martin! Geh warte ein bisschen! Nimm's mich mit rein ins Dorf! Freilich! Du, soll ich ein bisschen zurückfahren oder geht's? Nein, komm schon durch! Wieso fährst du mit dem Auto? Was geht denn das Ding? Mei, das Hüftgelenk tut mir halt ein bisschen weh. Warte, geh her, ich helfe dir. Komm. Soli. Jetzt. Dankeschön, Marta. Warte, ich trage das mehr. Nein, ich komme schon zurecht. Dankeschön. So. Nein, die gefällt uns nicht. Wie viel Tagwerk kriegt die mit, haben Sie gesagt? 100. 100? Ja, also so wie der ausschaut, muss mindestens 200 Tagwerk kommen. Ja, mei. Da haben wir dann noch eine. Und der Kragelstädter hat tatsächlich keine Tochter? Nein. Schade. Tja, der alte Mann lebt ganz allein. Wie alt ist er denn schon? Gut 75. In diesem Fall muss man an einen Kauf auf Leibrente denken. Sie wünschen. Entschuldigen Sie, Hartinger ist mein Name. Ich habe einen Getränkevertrieb. Sind Sie der neue Pächter? Sagen Sie mal, wollen Sie mich pflanzen? Ich bin doch hier für das Ambiente zuständig. So, ja. Geh, Bursche! Was ist denn? Sag dem Kari, da ist einer da von seinem Getränke-Großmarkt. Dankeschön. Kari, geh mal her! Sag's, Ihnen gefällt's nicht, oder? Ja, eigentlich schon. Aber da war doch früher einmal ein Disco und ich war der Disc-Jockey. Sind wir bitte schön nicht böse. Disco. Das ist doch der Schnee von vorvorgestern, wenn's mir nicht böse sind. Möchten Sie einen Schlägowitz? Gern. Sie haben doch ein Getränkevertrieb. Ja. Schauen Sie, das ist doch nur eine Frage des Marketings. Fertig, schupfen wir den Schläger rüber. Was will der Großstädter? Er sucht das Erlebnis Natur. Bäuerliches Brauchtum, Ursprünglichkeit, die er nur mehr auf dem Lande erlebt. Unsere Firma, die liefert Gasthofausbauten, dem jeweiligen Raumangebot entsprechend. Prost. Prost. Verrechnet nach Ausmaß, inklusive Einbau. Na, wie hoch schätzen Sie, kommt da so der verbaute Kubikmeter? Mei. Keine Ahnung.
Sagen Sie mal, wie teuer wäre denn ein Ausbau von einem Kuhstall? Kuhstall? Ja. Aber das ist doch meine absolute Spezialität. Ja, wieso fragen Sie? Naja, ich hab. Haben Sie einen Kuhstall? Ja. Echt? Ja. Alt? Ja. Böhmisches Gewölbe. Ja. Sie haben ja keine Ahnung, wie ich Ihnen neidig darum bin. So. Fertig. Schön. Dankeschön, Monika. Schön hast du es gemacht. Dass du das neue Styling lernen. Woher hast denn du das Geld? Es geht dir nicht so. Kein Wort zu einem Menschen. Dass ich mich da auf die verlassen kann, gell? Charakteristisch für die New Wave-Frisuren sind die sehr kurz geschnittenen Nacken- und Schläfenpartien. Sie stehen im starken Kontrast zu den locker und leicht wehenden Haaren am Vorderkopf. Durch Farbtöne im schwarz-weiß-roten Bereich lassen sich zusätzliche Kontraste erzielen. Dazu im krassen Gegensatz die Hair-Power-Modelle. Dazu ist nichts anderes denkbar als aufregend langes Haar. Dieses Modell lässt sich einfach durch eine Weave-Perm erreichen oder schlicht und einfach durch Toupieren. Eine Ladenkette wollen Sie installieren, mitten am Dorfplatz. In dem Kagererhaus. Jetzt kannst du dir vorstellen, was das für die alte Schindelbecken bedeutet. Das bedeutet aus für einen Kramerladen. Das wäre eine Unterschrift für die Listen, die von der Schindelbecken. Naja, man müsste halt die Sache ganz groß aufziehen, was das war. Eine Protestaktion gegen Zerstörung von Dorfkern und so. Und halt alles, was gleich gern hört. Wenn's unterschreibt, kauft mir was ab, gell? Aber nur wenn's unterschreibt. Schindelbecken! Grüß dich Gott! Ja, grüß dich Gott, Hartinger! Grüß Gott! Schindelbecken, heute sind wir zwar da in einer politischen Mission. Ja? Was ist denn das nachher? Okay. Wie lange bist du jetzt da schon herin, in diesem schönen Laden? Ich? Ja, eigentlich schon immer. Schon immer. Da, das ist Tradition. Ja. Was darfst du jetzt sagen, wenn von außerhalb kommen dann? Die von heute auf morgen da raustreiben wollen. Ja, meinst du vielleicht den neuen Supermarkt? Freilich, genau, die von der Asomani. Ja, dann war's ja aus mit mir. Ah, ja. Schau her, Schindelbecken. Da ist die Liste für die Kandidatur für den Hartinger. Wenn du willst, dass der Hartinger Bürgermeister wird, dann kann es unter Umständen möglich sein, dass wir die Aso vertreiben könnten. Ja, und du meinst, dass der Harting im Ernst das alles für mich machen wird? Ja, du brauchst bloß da unterschreiben. Ja, wenn Sag's du meinst. Ja da. Wie viele Unterschriften haben wir denn schon? 21. Wer schon? Wenn die Sache perfekt ist, könnte ich mir vorstellen, dass unsere Geschäftsleitung einen größeren Zuschuss für das neue Gemeindezentrum locker macht. Es würde Ihre Wähler sicher freuen. Haben wir uns verstanden, Herr Schäuble? Entschuldigung, die Konkurrenz ist gerade unterwegs. Welche denn, der BZV-Großmarkt? Nein, meine persönliche Konkurrenz bei der Bürgermeisterwahl. Na, hören Sie, das Rennen ist doch gelaufen bei der satten Mehrheit Ihrer Partei. Ihr Wort in Gottes Ohr. Du? Hä? Was meinst? Was? Wenn wir jetzt Plakate machen, was? Für die Wahl, in der Mitte mein Kopf und oben drüber, wie unser Dorf war bei den Alten, so wollen wir es uns erhalten. Hä? Ja. Du hast den Kopf da nicht weggelassen. Dieser Hartinger ist ein durchaus ernstzunehmender Konkurrent. Das lasse ich mir so rasch nicht ausreden, lieber Herr Bierbach. Hartinger? Hartinger, warten Sie mal.
Hartinger gibt es sicher viele, aber da kommt ein Hartinger Josef in meinen Unterlagen vor. Ja, hier. Bei den Grundstücken, an denen meine Firma interessiert ist. Tja, erstmal ein ganz unverbindliches Gespräch, liebe Frau Hartinger. Sozusagen von Mensch zu Mensch, ja. Ja, sagen wir um 15 Uhr beim Stachelwirt. Ja, fragen Sie nur nach Bierbach. Der Herr Gemahl kommt auch mit. Nein. Ach so, ja, ja, verstehe. Gut. Also, dann bis drei, liebe Frau Hartinger. Wirtsstunde mit Ihnen sprechen. Muss ja nicht gleich jeder wissen, oder? Das ist mir lieber so. Ja. Ist es Ihr Büro? Na, das Hochzeitszimmer, das größte Zimmer, das im Augenblick frei ist. Ach so. Darf ich Ihnen irgendwas zu trinken anbieten? Ja, doch. Gern. Was ist das? Die Körchen? Ja. Setzen Sie sich da. Aufs Bett? Warum nicht? Sehr zum Wohl. Danke. Kennen Sie den? Da kommt ein junges Brautpaar in ein Schlosshotel und die kommen in so ein Hochzeitszimmer und da steht ein Himmelbett und da setzt sich die junge Braut auf dieses Bett und sagt zu den Bräuten. Ich glaube, den habe ich schon mal gehört. Ah ja. Können wir uns jetzt unterhalten? Ja, gut. Kommen wir gleich zur Sache. Also, das hier wäre das Terrain, für das wir uns in etwa interessieren. Und wo ist da unser Hof? Der wäre dann hier. Dann wird er Ihre Ladenkette direkt an den Fischweiher anschließen? Nein, 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 nein. Nicht der Laden, nur das Lager. Und was würden Sie zahlen? Tja. 300.000 wären schon drin. So, in der Position bleiben, ne? Okay, so heißt kein Mensch. Ein Mann in den besten Jahren. Ruhe und Sicherheit ausstrahlend. Im philosophischen Zwiegespräch mit sich und der Natur. Ja, Sie meinen es nicht, dass mit der Angel ein bisschen zu grausam ist. Vielleicht was besser. Ich darf nur die Fische füttern, wissen Sie, wegen der Tierschützer. Tierschützer sind ja auch Wähler. Aber Herr Hartinger, wir wollen doch nicht so tun, als ob Sie nur Goldfische füttern würden, ne? Ja, da haben Sie auch wieder recht. Ne? Ich kann nicht einfach da stehen und nichts tun. Ein Wahlplakat muss ja was Dynamisches sein, nicht? Irgendwas muss ich schon tun. Oh, so. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet so. So, Moment, Moment, komm. So, ein. Sehr schön, sehr schön. Und jetzt ein bisschen nachdenklicher schauen. Nachdenklicher, ja? Aber bitte, Herr Hartinger, nicht die Stirn so in Falten legen. Ne? Das ist doch ein Negativ-Image. So ist es gut. Genau so. Ja, ja. Ruhig und besinnlich verbringt der Mann ihrer Wahl seine Musestunden am Wasser oder im Kreis seiner Familie. Ihr Familienleben ist doch intakt, ne? Ja, meistens, ich mein, geben dort sie überall was. Ne? Hat ihr? Eine ganz hinterfotzige Intrige ist das, was du da gegen mich eingefädelt hast. Du, erstens einmal bin ich nicht hinterfotzig und zweitens mache ich keine Intrige. Ausgezeichnet, zwei gestandene Mannsbilder bei juwarischen Szene. Handdruck, bitte. Gib mir Tantbaumfünfer. Super. Nochmal. Jetzt hast du dich entlarvt, Hartinger. Mich kannst du vergessen bei den windigen Schäfteln. Was mache ich?
Ja, was ist es? Wollt ihr streiten oder soll ich weiter? Wir müssen was ausreden. Was mach ich? Aber nicht zu lang. Das Licht geht bald weg. Ruhe! Was hab ich? Zwei Fliegen wollt ihr bitte an der Gartenschlung. Ich soll die Bürgermeisterkampagne machen, die wo gegen den Widerstand der Hase aufgebaut ist. Und hinten herum verhandelst du mit dem Bierbach wegen dem Grundstücksverkauf. Was für ein Bierbach? Ich kenne keinen Bierbach. Der Bierbach von der Hase halt. Ah, der Bierbach. Ich hab's doch gespannt. Du wolltest nicht selber mit der Hase verhandeln, also hast du deine Frau hingeschickt. Meine Frau kann überhaupt nicht für mich verhandeln. Wir haben Gütertrennung. Ich hab's doch selber gesehen. Im Staffelwirt. Beim Staff? Beim Staffelwirt. Ach, beim Staffelwirt, das war eine Scheinverhandlung. Das war Taktik, ein Schachzug. Schau, beim Staffelwirt sollte durch diese Scheinverhandlung meine Frau rausbringen, mit wem die also sonst noch verhandelt, verstehst? Man muss doch die Strategie des Gegners kennen. Also realpolitisch gesehen muss man so, muss man sehr viel dazu lernen. Sehr viel. Können Sie das vorstellen, wie froh ich bin, wenn ich meinen Führerschein wieder hab? So. Ja, das ist ja wunderbar. Ja, und das Gelände? Gehört das alles zum Hof? Ja, freilich. Ja, warum haben Sie das nicht schon längst vermarktet? Ja, wie meinst du das vermarktet? Schauen Sie mal. Ja, positiver. Ein bisschen optimistischer. Komm, da. Ja, schauen Sie her, schauen Sie her. Na, schauen Sie doch. So ist schön da. Ja, was ist denn? Haben Sie Ärger gehabt mit Ihrem Freund? Der Meier ist nicht mein Freund. Mir wäre nicht so leicht Freund da heraus. Da muss einer lang beweisen, dass er wert ist, ein Freund zu sein. Guck mal, das ist ein Sie bisschen. Sie können nicht andere Puddel machen, ich mag jetzt nicht mehr. Ich bin doch nicht einer Depp. Aber könnte man nicht ein paar Bilder schießen in Ihrer bäuerlichen Familie auf dem heimatlichen Hof? Hm? Das weiß ich nicht, wo meine Familie jetzt ist. Ja, das ist ja ideal für Münchenbesucher, die nicht die teuren Hotelbetten bezahlen wollen. Dazu Freizeitangebote, Reiterhof, Golfplatz, Fitnesscenter, Schönheitsfarm, Kegelbahn. Sie gestatten? Ja, bitteschön. Aborte. Salettl, Weißwurststüberl. Sagen Sie, könnte ich noch die anderen Räumlichkeiten besichtigen? Ja, aber freilich, bitteschön. Das ist die Dame des Hauses. Küsst die Hand. Der werte Herr Sohn hat mir soeben, Herr, bitte um Vergebung, aber ich lasse mich nur ungern pflanzen. Aber dass der junge Herr Hartinger der Sohn von der gnädigen Frau sein soll. Ja, ist ja auch der Stiefsohn. Kompliment, Hochecker. Grüß Gott, Hartinger. Sehen Sie, und schon bin ich wieder beruhigt, gnädige Frau. Dann sind Sie wohl der Herr Bruder. Herr Bruder? Anderl war sie. Der Herr Hochecker darf sich für unseren Bauernhof interessieren. Ach so? Schauen Sie, alles schon vorbereitet. Unsere Firma, bestens eingeführt im In- und Ausland, liefert Gasthofeinbauten in den jeweils passenden Stilrichtungen, einwandfreien Qualität und Ausführung. Dieses Objekt würde sich ja geradezu aufdrängen für unser System B. Marke Gutsherrnstil, bitteschön. Sie gestatten? Ja, ja, bitte. Was? Ich möchte mit Ihnen schon um ein Festsoupé beim Sacher wetten, dass da drüber wunderschöne alte Beuten liegen. Moment einmal, Herr Nachbar, bevor Sie sich da die Mühe machen, sollten Sie vielleicht wissen, dass Ihr Gutsherrnstil für uns nicht in Frage kommt. Das werden wir dann schon sehen. Bitte, die Besichtigung ist völlig unverbindlich. Ja, und wenn es familiäre Probleme gibt, ich misch mich nicht ein.
Ja, aber... So, sehr schön. Ausgezeichnet. So? Ja. So, ja, so? Ja, ja. Wunderbar, wunderbar. Ja. Noch einmal. Und jetzt noch ein paar Schüsse und Familien. Krach noch, sag ich. Wir tragen Ich hab mir gesehen, was du für ein Geschäftssinn hast. Ich sag nur Kanada. Okay, was war's denn du schon von Kanada? Du hast da bloß ein leeres Bierfassel in hier. Ja, ein Bierfassel im Bier. Anderl! Die muss schon bieten. Sie heißen Sie Bierbach. Haben Sie gekriegt, dass Sie Bierbach heißen, weil sonst kann man es mal gerade drehen. Was ist denn da los? Nix. Wie heißen Sie? Gestatten, Hochegger. Unsere renommierte Firma in Niederösterreich liefert Gasthofseinbauten in den jeweiligen Stilrichtungen. Ja, ich brauch sowas nicht. Ich hab keine Wirtschaft und ich kaufe auch keine. Aber ich, weißt du, ich will mein Leben kein Bierfahrer bleiben, oder was? Ja, da reden wir schon drüber. Ach, schon recht. Entschuldigen Sie, Herr Hochegger, es tut mir wahnsinnig leid, bitte schön, kommen Sie so. Küsst die Hand, gnädige Frau. Habe die Ehre. Wir gehen erst noch weg da. Kompliment. Du Rosa, wer ist bitte? Die Bilder sind übermorgen fertig. Mir hat die heute an meinen Wahlhelfer, der Herr Meier. Rosa, kennst du einen gewissen Bierbach? Ja, warum? Ich wollte es dir schonend beibringen. 300.000 hat er geboten. Und sie hat's für mich gemacht. Du Anderl, du holst die erst einmal raus. Das ist Verrat an meinen politischen Ideen. Na, das hast du wirklich großartig gemacht. Noch dazu in der Wirtschaft vor alle Leid. Mein ganzer Wahlkampf ist auf Widerstand gegen diese Asso aufgebaut. Na, meine Frau geht hin und verhandelt mit denen. Aber Vater, deswegen musst du dich nicht gleich so aufregen. Die Rosa, die hat's wirklich gut gemeint. Du interessierst dich doch nur noch für die Politik. Und die Zukunft von deinem Buben ist der Wurscht. Ja, ja, ich weiß schon, dass ich ein Rabenvater bin, der überhaupt keinen Familiensinn hat. Mein Gott, sie hat's doch nicht so gemeint. Wer denn sonst? Vielleicht interessiert's euch, ich habe eine Vierzimmerwohnung verkauft im Alpenblick mit Verlust. Und das ist eine Kaufurkunde. Ausgestellt auf Andreas Hartinger. Die ist für den Kreichelstädter Hof in Niederbayern. Ein Drittel Barzahlung, zwei Drittel Leibrente. Und jetzt sag du noch mal, dass ich kein guter Vater und kein guter Ehemann bin. Doch, du bist ein guter Vater. Und manchmal auch ein guter Ehemann.